Die meisten von euch erinnern sich bestimmt noch ganz gut daran, am Morgen des 11. Juni 2018, mittlerweile also schon wieder eine ganze Ecke her, da kamen vom Frankfurter Flughafen ein paar unschöne Bilder, die zeigten einen brennenden A340 auf dem Vorfeld. Dazu gibt es jetzt mal einen kleinen Rückblick und wir schauen uns mal an, wie es dem Flugzeug seitdem ergangen ist. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Am besagten Morgen des 11. Juni 2018 kam der betroffene A340 erstmal aus Atlanta nach Frankfurt. Der Flieger landete dort morgens, rollte an sein Gate. Crew und Passagiere waren dann mittlerweile von Bord. Und ihr kennt das bestimmt vom Frankfurter Flughafen. Da sind den ganzen Tag Schlepperfahrer mit ihren Schleppern beschäftigt, die Flugzeuge dahin zu sortieren, wo sie gebraucht werden. Entweder an einer anderen Position oder aber sie bringen das Flugzeug mal für ein paar Stunden auf die Südseite des Flughafens, wo es dann quasi auf seinen nächsten Einsatz wartet. Dieser A340 sollte jetzt weiter nach Philadelphia fliegen. Dafür musste er zu einer anderen Position gebracht werden und dafür nutzt man dann je nach Flugzeugtyp, je nach Größe des Fliegers, je nach Gewicht des Fliegers unterschiedliche Schlepper. Hier bei diesem A340-Vorfall müsste das, wenn mich nicht alles täuscht, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ein Schlepper vom Typ Goldhofer AST-1X gewesen sein. Den gibt es mit drei Achsen und dann mit weit über 1000 PS oder halt eben wie hier in diesem Fall mit zwei Achsen und dann immer noch mit über 600 PS aus einem V8 Dieselmotor. Die Dinger haben einfach wahnsinnig viel Kraft. Die können zwar nur maximal 32 km/h schnell fahren, haben aber mehrere tausend Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung. Und die sind am Frankfurter Flughafen den ganzen Tag im Einsatz und bringen halt eben die Flugzeuge dahin, wo sie gebraucht werden. Und das ist ähnlich wie bei Flugzeugen auch. Die werden nach einer bestimmten Anzahl an Betriebsstunden aufwendig durchgecheckt, aufwendig kontrolliert. Dass da dann aber doch mal was passiert, das kann natürlich auch bei der besten Wartung und bei der besten Kontrolle nicht zu 100% ausgeschlossen werden. Im Idealfall sollte aber selbstverständlich nichts passieren. Gut, der Schlepper nahm jetzt also den A340 mit, wollte den auf seine neue Position bringen. Das Fahrzeug fing aber kurz nachdem es sich in Bewegung gesetzt hatte, Feuer. Der Schlepperfahrer und auch seine Kollegen bemerkten das alles recht schnell, alarmierten die Feuerwehr und man versuchte dann das Feuer noch unter Kontrolle zu bringen bzw. im Idealfall sogar zu löschen. Das hat nicht funktioniert. Ihr seht das auf den Bildern oder auch auf den Videos, die davon im Internet verfügbar sind. Das brannte richtig ordentlich. Und das konnte dann auch erst durch die einige Minuten später mit großem Gerät eintreffende Feuerwehr wieder unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer trifft das Flugzeug dabei natürlich an einem sehr ungünstigen Punkt. Der Rumpf wurde an der Unterseite mehr oder weniger komplett zerstört, das E&E-Compartment und das darüber liegende Cockpit waren danach unbrauchbar. Das hätte man jetzt also alles tauschen müssen. Man ließ sich dann eine ganze Weile Zeit, einige Wochen später wurde dann aber öffentlich bekannt gegeben, dass dieser A340-300 nicht mehr abheben wird. Man wird das Flugzeug also nicht mehr reparieren. Die Maschine hatte ihren Erstflug im Juni 2000, war also zum Zeitpunkt des Vorfalls ziemlich genau 18 Jahre alt und um den Flieger jetzt wieder fit zu machen, für das Fliegen und dann auch für Zulassung und für den Passagierbetrieb. Dafür hätte man wahrscheinlich die komplette vordere Rumpfeinheit, das komplette vordere Segment des A340 tauschen müssen und ersetzen müssen. Das funktioniert aber tatsächlich genauso. Man hat das zum Beispiel mal an einem im Jahr 2015 in Berlin-Schönefeld beschädigten A321 gemacht. Da hat man dann wirklich das komplette vordere Rumpfsegment ausgetauscht, inklusive Cockpit. Da war dieser A321 aber auch erst wenige Monate alt. Bei dem jetzt 18 Jahre alten A340-300, da kommt noch dazu, dass das natürlich ein Auslaufmodell ist. Das Flugzeug ist nicht nur alt, sondern es wird von Airbus ja beispielsweise auch schon gar nicht mehr produziert. Hier jetzt für diesen A340-300 also überhaupt erstmal ein brauchbares vorderes Rumpfsegment inklusive Cockpit ausfindig zu machen, das ist wahrscheinlich schon nahezu unmöglich und das dann zu reparieren, das ist dann auch noch wahnsinnig teuer und aufwendig. Aber gut, der A340 wurde also abgeschrieben und wie nach solchen Vorfällen üblich, auch wenn die Fluggesellschaft hier ja nun wirklich keine Schuld trifft am Verlust des Flugzeuges, wurden alle Logos und Beschriftungen entfernt und die Maschine wurde in eine Ecke des Frankfurter Flughafens gebracht, nahe Tor 23 und wird seitdem dort zerlegt. Auf dem Bild ist jetzt noch immer gut der eigentliche Schaden vorne an der Flugzeugnase erkennbar. Es ist aber auch gut erkennbar, dass da noch ganz viel brauchbares Flugzeug hinten dran hängt. Aus dem A340 hat man also ein Ersatzteillager gemacht und größtenteils alle nutzbaren Teile entfernt. Die Triebwerke des Fliegers fehlen, größere Einzelteile wie zum Beispiel die vordere Frachttür oder auch größere Verkleidungsteile sind mittlerweile weg. Die Kabine ist raus und auch kleinere Rumpfsegmente sind da rausgeschnitten und die ganze Maschine liegt da nur noch mehr oder weniger auf Paletten. Gut, in diesem Zustand befindet sich der A340 jetzt also und das wird auch eine Weile noch so weitergehen. Der Flieger wird Stück für Stück immer weiter zerlegt, bis man ihn dann irgendwann komplett verschrotten wird und in Einzelteilen vom Hof bringt. Bis dahin bleibt der Flieger ein Ersatzteillager, vielleicht macht man ja noch ein paar Aviation-Tags draus. Und in diesem Sinne, damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen und vielleicht das ein oder andere interessante Bild dabei. Und sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich über Feedback zum Video und tschüss.